I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. I'm taking what's mine. Ja, und damit herzlich willkommen 10 Jahre zuvor. Herzlich willkommen zu Layers of Fear. Der Demo, die seit kurzem zur Verfügung steht. Das Spiel soll nächsten Monat rauskommen, genauer gesagt am 15. Juni. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll sich darum, ja, irgendwie um so eine Art Remake handeln, aber dennoch irgendwie neue Inhalte mit allen DLCs drin und so weiter und so fort. Ich habe den ersten gespielt, habe den zweiten gespielt. Fand den zweiten etwas weniger gut als den ersten. Ja, und habe mich gar nicht groß informiert über das Spiel. Ich habe nur gesehen, okay, gibt eine Demo, alles klar, die spielen wir an. Und ich werde mir auch gar nicht weiter spoilern, irgendwie großartig. Weil ich das Spiel auf jeden Fall, wenn es rauskommt, irgendwann spielen möchte. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Der Anfang ist schon mal anders, ne? Als bei zum Beispiel Layers of Fear 1. Ne? It made me think of your poem. Congratulations! Und das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5. Und die hat ja diese geile Lumen-Technik. Was das Ganze halt ein ganzes Stück detaillierter macht. Das ist voll cool, ich finde das voll aufregend. Ich bin auch voll gespannt, wie Spiele in Zukunft aussehen werden, ne? Stichwort Stalker 2 und was da nicht noch alles kommt und so. Und Layers of Fear ist ja auch eines oder mit eines der ersten Spiele, was jetzt so rauskommt mit der Unreal Engine 5. Kann mich jetzt nicht groß an irgendwelche Titel erinnern, die es schon gab. Ja, und das Spiel hat auch binauralen Sound, also binaurales Audio. Das heißt, am besten mit Stereo-Headset genießen. Genau. Guck mal hier, doppelte Fenster, damit es besser... Müsste besser abschirmen. Sieht ulkig aus, ne? Hat aber tatsächlich einen Sinn, ist nicht aus Spaß. Weil die Luft dazwischen, zwischen den Fenstern, also das ist halt wie... Das schirmt halt einfach irgendwie besser ab. Mal reinzoomen? Oh, wir können reinzoomen mit F. Gut. Oh, jetzt können wir nicht viel machen. Oh. Dear... Congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Ja, ein Boot kommt einmal pro Woche mit Vorräten an, und wenn Sie etwas brauchen, gibt es ein Telefon auf dem Gelände. Wir wünschen Ihnen einen fruchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Telefon. Alles abgeschlossen. Ich gehe mal kurz bewusst vorbei. Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. My ass. Das Rost, ne? Sah aus wie Blut. Okay. War irgendwie zu erwarten.
Gehen wir mal an dieses Telefon. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. Now, it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation I was too sober for. Ja, a little bit. So, und jetzt? Setz hier irgendwas auf? Oder gehe ich jetzt einfach wieder zurück? Nichts auf. Also die Atmosphäre ist schon mal mega geil, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Ich finde es auch ein bisschen interessant, die haben ihren Namen jetzt weggelassen, habt ihr gesehen? Waren Rauschen, statt ihren Namen zu nennen. Achso, schreiben. Natürlich. Okay, das klingt schon, also die Sounds sind einfach nur geil. Alter, bisschen zu geil. Holy shit. Alter, das klingt so krank. Oh ja, klar. Natürlich. Oh, kann ich hier? Nee. Alright, let's go. Oh, fuck. Oh, fuck. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? Sag ja. All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work, to live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Na, ich spekuliere jetzt mal nicht, sonst heißt es nachher wieder. Nee. Ich behalte mal meine Gedanken. Aber ich... Naja, ich sag mal nichts. Dear... Schreibe ich jetzt weiter, oder? Wahrscheinlich? Ja. Okay.
Oh. Oh, yo. Alter. Einfach woanders ist. Okay. Hass. Selbst jetzt verloren, du verdienst es. Beende es. Bin ich jetzt einfach ins letzte Kapitel gesprungen? Ich bin irgendwie ins letzte Kapitel gesprungen von dem ersten, oder? Past catches on. Moths, drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair or hate. Ich bin immer noch sie? What? Bin immer noch sie. Das ist quite interesting. No, this is private. Okay. I hereby resign from service as maiden. House. Oh, es ist so geil, Alter. Ich krieg direkt wieder Bock. Oh, Layers of Fear war so ein wunderschönes Spiel. Oh. Holy shit. Und das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Ich kann nicht mehr zurück, oder? Nee. Alter Schwede, ey. Holy shit. Morphium-Rezept, hä? Ja, wo gehe ich jetzt als erstes lang? Ist egal, wa? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. They're getting smart. Holy shit. Okay. Oh, yo, I forget about that in Layers of Fear, actually. Moment mal, war das nicht gerade noch? Ja, stimmt. Jetzt wissen wir wieder, in welchem Spiel wir hier gelandet sind. Oh, cool, 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 cool. Alter, geil, geil, geil. Ich will nirgendwo reingehen, weil ich hab Schiss, dass ich dann irgendwo nicht mehr... Okay. Okay, okay, okay. Hat sich dann wohl erledigt. Wahrscheinlich müssen wir links rum, oder? Ich wette, wir müssen einfach geradeaus. Oder auch nicht. Okay. Haben wir eine Wahl? Oh, bitte gib mir nicht eine Wahl. Kann ich hier auch rein? Ich glaube, das war die... Das war die falsche Entscheidung, glaube ich. Ich bin hier wieder raus, Alter. Leck mir am Arsch. Ach du Scheiße, ey. Ist total toll hier. Voll angenehm. Ah ja. Na? Ich will mich nicht hier umdrehen. Es ist einfach immer noch cool. Es ist einfach... Es ist nichts Neues mehr an sich, weil man hat das alles schon mal erlebt. Wie gesagt, in genannten Spielen wie zum Beispiel Layers of Fear. Danach haben das... Einige Spiele nachgemacht. Einige Spiele.
Aber es ist trotzdem cool. Ich finde diese Idee einfach geil. Du drehst sie um und das ist einfach was anderes. So, das ist super cool. Das ist einfach immer noch geil. Holy shit. Guck mir nicht so an. Holy shit. Should I follow? Ach du Scheiße. I always loved painting blood. Is this the right door for you? Oh mein Gott. You've always wanted to have a huge garden. Green calmed your nerves, you said. Der Frau folgen, ne? Hier gab's ja. Is this the right door for me? Ja, gar nichts sagen. Ich will nichts sagen. Ah, oh, was passiert denn, wenn wir jetzt einfach da lang gehen? Weißt du was? Das wäre ja quasi, als würde man gar nichts auswählen, oder? Jetzt schon wieder alles heil, guck mal. Okay, passiert einfach das gleiche nochmal. Interessant. Ja gut, ich habe schon immer geliebt, Blut zu malen. Gute Frage. Sieht auf jeden Fall freundlicher aus hier, ne? Ich gehe einfach mal hier rein. Oh, hier brennt es auf jeden Fall. Okay. Falscher Weg. Holy shit. Falscher Weg auf jeden Fall. Holy moly. Okay. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Oh. Wait. What? Alter, guck mal, wie das Ding hier geschmolzen ist. Habe ich hier was übersehen? Oh. I need to fight the darkness. Oh. Okay. Hier fehlt noch eine. Ah. Alter, die Effekte sind jetzt, das ist so geil einfach schon, ne? Das ist so cool gemacht. Geil, ey. Ich glaube, Layers of Fear ist auch ein gutes Spiel für... Ach, weiß nicht, die Unreal Engine ist einfach geil, ist einfach ein geiles Ding. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Einfach nur geil aus. Aber ich glaube natürlich, dass sie noch umso stärker zur Geltung kommt in so kleinen, engen Räumen, sowas, weißt du? Weil das halt einfach... Weil das halt auch einfach, Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Huh. Ugh. Alter. Komm mal wieder zu. Lasst mal in Ruhe schlafen, was auch immer das da ist. Ass up today. I'm resigning from work at this house.
I think I don't have to explain reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. Ja, sei nett. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Sei nett zu den Leuten, die dir helfen. Why can't you understand? I'm working in here. I swear, if I'm interrupted one more time, I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so. Oh, sorry, ich wollte sie abbringen. Da das Unterwasserlevel hinter? Oh. Haha, hier ist auf einmal eine Tür. Das ist so cool. Hallo. Oh shit. Oh fuck. Oh shit, aua. Oh no. Oh Gott, ich glaube, ich bin dead. What the fuck? Alter, what? Ich will raus hier. Please. Ach du Scheiße. Wo zur Hölle bin ich? Alter, das ist so cool. Das sieht schon richtig scheiße aus hier, deswegen gehe ich hier einfach mal lang. Oh, das Gemälde ist einfach weggelaufen, guck mal. Oh, what the fuck? Was war das? Musik. Ja. Wir kennen das Lied. Jetzt wird wieder alles normal langsam. Ja, ist schon cool. Das ist schon echt cool, ey. Cannot be undone. Ah, ist schon cool. Ist schon cool. Feier ich hart. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Der Ausgaben, indem man ein bisschen Geige spielt oder was. Das waren Knochen, ne? I needed to remove the flesh from the bone. Ja. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ja. Oh, war der nicht vorher noch heil gerade? Eben gerade? Maybe. Aber ja, da raus wurde unter anderem Farbe gemacht. Oder wird immer noch vielleicht, weiß ja nicht. Keine Ahnung. No, this. Okay. Immer noch privat. Ja, warum sollte sich das auch geändert haben, nicht?
sich hier was geändert? Nö. Oh, nee, das ist neu. Verdienst ein Grab für dich, beende es. Nee, ist nicht neu, ne? Doch, ist neu. Hä, war doch vorher... Bin verwirrt. Okay. Oh ja, das Puppenlevel. Bisschen creepy. He simply wasn't enough. I needed to remove the... Ist schon cool. Nächsten Monat schon. Krass. War ich gespannt. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality. Till the shapes sharpen and I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass. And he retreats to his nest. In the iris of my left eye. Schöne Schrift, ne? Guck mal. Wie cool das aussieht, ey. Wenn man so schreiben könnte, ne? Boah, das wäre schon... Das wäre schon der Hammer. Ui. Er sieht das einfach geil aus, ey. Ich erinnere mich an so eine große, fette Tür. Genau, hier müssen nämlich irgendwie ein, zwei Zahnräder rein. Eins ist schon hier. Kommt hier unten rein, glaube ich. Zumindest... Oh mein Gott. Alter, was? Oh, lauf, 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 Alter! Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott! Alter, what the fuck? Sie verfolgt mich! Die ist direkt hinter mir! Oh, die ist direkt hinter mir! Gib Gas, bitte! Oh, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ich weiß ja nicht wo. Alter, Digga, leck mich am Arsch. Holy shit. Oh, die Geräusche sind gar nicht cool. Oh mein Gott, hier, ne? Wie? Was? Wieso geht das nicht? Da. Oh, ich brauch drei! Du wirst mich verarschen. Oh! Sorry. Oh, du wirst mich doch verarschen. Ah, ich weiß nicht, rechts? Vielleicht mal rechts rum? Rechts war ich vorhin nicht, oder? Oh Gott, das ist doch eine Sackgasse, oder was? Ah, nee. Aber ich muss mich umgucken, ne? Alter, leck mich doch am Arsch. Hier war ich noch nicht. Oh, links geht's ja auch noch lang. Ach du Scheiße. Oh, man sieht gar nichts. Rechts geht's hier. Hier gibt's über. Alter, hier gibt's tausend Wege. Du willst ja verarschen. Ich brauch noch ein Rad. Ich bin im Kreis gelaufen. Boah, wenn die gleich vor mir steht, ne? Alter, dann schrei ich. There we go. Hier sieht doch gut aus.
Gar nicht gut. Sorry. Ich wollte nicht stören. Oh, es ist aber auch widerlich. Es ist absolut widerlich, Leute. Und ich muss pinkeln, das macht's nicht besser. Oh. Bin hier aber falsch irgendwie. Ich schwitze. Wo ist denn der Scheiß? Hier, da. Weil du verfickt gruselig bist. Alter. Okay, okay, okay. Danke, dass du die Demo-Version von Layers of Fears gespielt hast. Ah, siehst du doch mit Ende, mit S am Ende. Layers of Fear. Fears, meinte ich. Mir war immer so, als würde das Spiel Layers of Fear heißen und nicht Layers of Fears. Wie auch immer. Wir hoffen, es hat dir gefallen und wir freuen uns auf dein Feedback. Bleib auf dem Laufenden noch mehr. Cool, 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 cool. Ja, nice. Ja, gut, das war's. Leute, das war die Demo von Layers of Fears. Nächsten Monat, 15. Juni. Freue mich drauf. Wird gespielt auf jeden Fall. Sieht super aus. Bin gespannt. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut.